Hallo zusammen, wir melden uns wieder aus Dänemark. Schön, dass ihr uns auch bei diesem dritten Video wieder begleitet. Wir entführen euch heute nach Nordjütland und zwar zunächst nach Skagen. Hier stoßen Nord- und Ostsee zusammen und das ist ein echtes Schauspiel. Dann fahren wir weiter zur zweitgrößten Wanderdüne Dänemarks. Und wenn wir zur zweitgrößten Düne fahren, wollen wir natürlich auch die größte Wanderdüne Dänemarks sehen. Abschließend steuern wir für die Nacht ein beschauliches Dorf an und erleben eine Überraschung. So, und jetzt geht's los. Wir wünschen gute Unterhaltung. Der Himmel war zwar bedeckt, aber das Wetter war besser, als es die Bilder zeigen. Jeder, der uns regelmäßig zuschaut, weiß, dass da, wo ein Ufer ist, die Ursi immer reingehen muss. Hier machte der Strand keine Ausnahme. Wir können aber gleich weitergehen. Auch diesmal ist nichts Besonderes passiert, außer dass es Ostseewasser sehr kalt gewesen ist. So, auf geht's zur Fahrradtour. Und zwar wollen wir dahin fahren, wo die Nord- und die Ostsee sich treffen. Also wir sind jetzt hier bei Skagen. Genau. Und fahren mit der Rädau nach Grenen, heißt das, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, da treffen sich Nord- und Ostsee. Und jetzt schauen wir, wie weit wir mit dem Fahrrad dahin kommen. Das sind 7,5 Kilometer von dem Stellplatz weg. Wir fahren so weit, wie es geht mit dem Fahrrad und den Rest bleibt mir nichts anderes übrig, als zu Fuß zu laufen. Ja, es ist heute ziemlich windig und die Sonne kommt nur sporadisch durch, aber es ist kein Regen angesagt und von daher ist es ja eigentlich okay. Also, wir probieren es aus. Ja, also, sattelt eure Räder und kommt mit. Genau. Schlüssel vergessen am Fahrrad. Wieder mal. Gott sei Dank bin ich gut zu Fuß, so konnte ich das Stück zurücklaufen. Und aber mein Handy habe ich dabei. Das habe ich nicht vergessen. Zum Glück waren wir noch nicht weit gelaufen und der Helle konnte sich jetzt ein bisschen ausruhen und sein Knie schonen. Denn jetzt geht es ein ganzes Stück vorwärts. Jawohl, weiter geht's. Thank you.
Das gewonnen! Endlich war das Ziel erreicht. Wir waren an dem Punkt, an dem Nord- und Ostsee zusammenstoßen. Da ist die Hölle los. Oh, wie muss es hier erst im Sommer sein? Also da kommt man wahrscheinlich kaum durch. Wir mussten uns jetzt durchkämpfen. Ja, alle Leute wollen zwischen Ost und Nordsee stehen. Ja, genau. Und also, dabei ist beides kalt. Echt gigantisch, muss man wirklich sagen. Ist ein toller Ort. Ja, ist einfach einmal Naturerlebnis pur. Wunderbar ist es hier. Da ist der Wellengang sehr stark. Und es ist die Nordsee. Ja, da ist es gemächlicher. Und vorne an der Spitze, da knallt es natürlich aufeinander zu, aber da sind Menschenmassen. Ja, also das ist wirklich ein Erlebnis. Und ich sage, da sollte man einmal gewesen sein. Bietet sich an, zumal wenn man in Dänemark ist. Das ist one place before you die. Und bei Brode wäre er fast weg gewesen. Mann!
der Helle macht aber auch immer Sachen. Die hat's direkt, ich habe sie ein bisschen hochgeschickt oder direkt hat es die Ostsee zu sich gezogen. Nee, die Nordsee. Die Nordsee, ja, die war schon über der Nordsee. Ach, und ich hab auf S geschaltet, sofort zurückgeholt. Die hat nicht mehr reagiert. Und dann habe ich auf automatischen Rücktransport, ja. Und da ist sie dann gekommen, die Leute haben geschrien, die kommt. Ich habe schon gedacht, die ist fort. Ich habe nicht gedacht, dass sie nicht mehr kriege. Ich habe sie auch schon in der Nordsee gesehen. Aber es hat alles geklappt, wunderbar. Ja. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie heimkommen. Ja, jetzt laufen wir halt wieder zurück. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Da ist zwar ein Trecker, aber mit dem fahren wir nicht. Wir laufen anständig hin und laufen anständig zurück. Da sitzen nämlich nur alte Leute drin. Oh ja, genau. Da können wir mal rein, wenn wir 90 sind. So, da fährt er. Ja, das ist was für die alten Leute, nicht für uns. So, Ossi, und jetzt packen wir es, drehen wir den Rückzug an. Ja, gehen wir wieder zurück. Wir haben gesehen, was wir sehen wollten. Mit dem Wetter haben wir ja auch verdammtes Glück gehabt. Die Drohne haben wir auch wieder da. Ja, also nasse Hosen haben wir. Also jetzt laufen wir wieder zurück am Strand. Und zwar laufen wir an der Ostsee entlang. Als wenn mir nur jemand sagen könnte von euch Experten, ja, was machen die ganzen Schiffe da vor Skagen? Das will mir doch keiner sagen, dass die alle in den Hafen von Skagen fahren wollen. Und eine Passkontrolle gibt es doch dann nicht in der Ostsee, oder? Weiß man's. Also die Russen müssen ja jetzt über die Ostsee fahren im Moment, weil die dürfen ja nicht durch den Nordostseekanal. Aber dass das lauter Russen sind und wieso stellen die sich da an? Und nee, die kommen ja von beiden Seiten, die Schiffe. Von der Nordsee kommen also, ja auch schon wieder Schiffe hierher. Das würde mich jetzt interessieren, wenn das einer von euch weiß, warum da so viele Schiffe stehen. So. Gar nicht sieht man das, wenn du das da rüber drehst, dass das so. Ja, ansonsten machst du halt ja verloren. Dreh mal rüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 12, 15 Schiffe stehen da. Ja. Also geschafft sind wir, aber war sehr schön. Ja, und jetzt machen wir es uns nämlich Hüge. Hüge? Ja, genau. Was Hüge. Ist Hüge? Na klar, die Dänen haben Hüge erfunden. Das heißt, wir machen uns jetzt gemütlich und da wir ja nasse Hosen gekriegt haben, machen wir uns jetzt einen warmen Tee. Ja, oder kaltes Bier? Nee, warmer Tee. Und kaltes Bier. Nee, ganz das bestimmt. Das ist die dänisch-deutsche Mischung. Ja, wahrscheinlich. Noch ein Blick auf unseren schönen Stellplatz bei Skagen und am nächsten Tag geht's gleich weiter.
So, 2023 war das Dünenjahr für uns. Ja, genau. Wir waren ja schon mal auf einer Düne am Anfang des Jahres. In Bordeaux oder bei Bordeaux. Ja, auf genau. Der größten Wanderdüne Europas. Und jetzt sind wir hier an der zweitgrößten Wanderdüne in Dänemark. In Dänemark. Ja. Schaut auch ganz spektakulär aus. Aber ich glaube, da muss die Ossi wieder alleine hoch. Mache ich auch, auf jeden Fall versuche ich es. Also, und was gibt es hier zu der Düne zu sagen? Das ist nämlich, finde ich, ganz interessant. Die Düne kommt jetzt, also die dahinter, da, hier überall, die ganze Düne, die kommt jetzt nämlich von der Nordsee und die wandert bis rüber in die Ostsee. Und Das wird ungefähr so 200 Jahre dauern, also... Und wir werden es nicht mehr erleben. Und ja, vermutlich nicht. Also, wer weiß, vielleicht geschehen noch Zeit und Wunder. Auf jeden Fall, Antrieb ist der Wind. Mhm. Und wir sind ja noch bei Skagen, also genau an dieser Halbinsel. Und da wandert die rüber von der Nordsee in die Ostsee. Mhm. Also ganz interessant. Ja, also interessant. Wir haben mal Schautafeln dazu fotografiert. Die können wir euch ja mal einblenden. Mhm. Dann könnt ihr euch damit beschäftigen. Ja. Wir sind jetzt auf jeden Fall beschäftigt mit Entscheidungen, ob wir da hochgehen oder nicht. Ich brauche da die Entscheidung nicht. Die beschäftigt mich nicht, weil ich gehe nach oben. Die Ossi so und so. Bei mir ist es immer die Frage, ob ich, wenn ich da tief einsinke, dann habe ich keine große Lust. Aber ihr kommt ja mit der Ossi mit, ne? Und ich lasse dann unten nochmal die Drohne steigen, wenn es mir nicht wieder davon fliegt. So, also, ich bin jetzt mal ein ganzes Stück hochgelaufen, aber weiter werde ich nicht hochgehen. Das ist ja ein riesen Gebiet hier, was diese Düne hier einnimmt. Aber ich kann es euch ja mal kurz sagen, da hinten, da liegt die Nordsee und da drüben, da ist die Ostsee. Und die Düne wandert jetzt von der Nord- in die Ostsee in circa 200 Jahren. Also ganz enorm. Es ist schon ein bisschen anstrengend, hier im Sand zu laufen. Und deshalb gehe ich jetzt auch einfach wieder zurück. Ich hoffe, ihr konntet mich einigermaßen verstehen, weil der Wind ist hier nämlich ganz schön extrem. Seht ihr den Gustl? Da unten steht er. Und das ist der Blick Richtung Ostsee. Ja, und da gehe ich jetzt wieder runter. Und natürlich gehe ich jetzt zu meinem Gustele. Das ist hier schon ein bisschen steil, aber ich glaube, runter ist es leichter als hoch. Da rutsche ich einfach mit dem Sand ein bisschen mit. Dann klappt die Sache schon.
So, wenn wir an der zweitgrößten Düne in Dänemark waren, dann müssen wir natürlich auch an die... An die größte. Und da sind wir schon kurz davor, die wollen wir allerdings nicht besteigen. Das heißt, ich ja so und so nicht, weil ich bin ja nicht der Dünengeher. Aber die Ursi ist ja die fleißige Dünengeherin. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass ich an einem Tag gleich zwei Dünen besteige. Aber mal so aus der Nähe vielleicht anschauen. Und was man von hier aus ja schon sieht, das ist dieser Leuchtturm. Der wurde ja versetzt. 70 Meter ist der versetzt worden, soviel ich mich jetzt erinnern kann. Müsste man nochmal genauer nachlesen. Weil die Düne ihn unterwandert hat. Unterwandert, überwandert vielleicht. Oder überwandert, bitte. Ja, also der Leuchtturm ist natürlich nicht mehr im Betrieb. Und ja, jetzt muss ich aber erstmal nachschauen, wie diese Düne heißt. Du kannst ja in der Zeit, in der ich nachschaue, mal rüber zeigen. Vielleicht sieht man sie. Wir stehen nämlich direkt gegenüber von der Düne. Von der Düne. Ja. Sie hat mittlerweile nachgeschaut. Rupjerknude. Dänisch ist nicht unbedingt unsere Sprache. Spricht sich schwer aus. Aber Rupjerknude. Also so heißt auf jeden Fall der Ort. Und da ist auch diese Düne. Und genau. Und im Zweifelsfall schreiben wir es nur unten rein. Ja, und wir fahren jetzt auf jeden Fall noch näher hin. Genau. Und vielleicht sieht man sie sogar vom unten, vom Rand der Düne. Dann zeigen wir sie natürlich nochmal. Und vielleicht lassen wir sogar noch die Drohne hoch. Ja, mal gucken. Aber jetzt geht's erstmal los. Ja. Bei uns jagt immer ein Highlight das andere. Das ist schon richtig Urlaubsstress, was wir immer ein Besichtigungsprogramm haben. Aber die Ursi muss halt immer alles sehen. Ja, und wenn es halt gerade auf dem Weg liegt, dann fährt man halt schnell vorbei. Schnell, muss da langsam hochlaufen. Ach ja. So, weiter weigere ich mich jetzt zu gehen. Da kann man nur eine Stunde zulaufen. Ach was, so tragisch wird es wahrscheinlich nicht sein, aber wir haben ja gesagt, dass wir nicht hochlaufen. Wir wollten es eigentlich nur sehen und das sieht man von hier aus ganz gut. Genau. Und dieser Turm wird in einigen Jahrzehnten, weiß gar nicht, hast du denn das eigentlich hinter drauf? Weiß ich nicht, ob er drauf ist. Mhm. Wird er sogar ins Meer stürzen. Weil die Abbruchkante immer näher kommt. Alle zwei, jedes Jahr zwei Meter frisst sich das Meer ins Land. Mhm. Also wir sind ja nicht auf Sylt, ja, aber in Dänemark. Und die Schafe, wenn ich das sehe, die sind nicht einmal eingesperrt. Mhm. Da kann man zeigen. Und dann schauen wir mal, ob wir die Drohne hochkriegen. So, ich hoffe, man kann es erkennen. Also da vorne ist jetzt dieser Leuchtturm. Aber da laufe ich jetzt wirklich nicht mehr hin. Nö, das ist mir jetzt einfach zu weit. Muss ich ja auch nicht. Ich habe es jetzt gesehen. Und ja, ich war ja schon auf einer Sanddüne drauf heute. Und zwei an einem Tag ist schon ein bisschen viel. Sand ist Sand.
Und okay, den Leuchtturm, den wollte ich eigentlich jetzt auch sehen. Und da wir ja eh gerade in der Nähe waren, warum auch nicht. So, ich mache aber zur Vorsicht lieber noch ein Foto. Ich weiß nämlich nicht, ob das hier gut zu erkennen ist. Denn die Entfernung ist ja doch noch ein ganzes Stück. Ja, jetzt haben wir gedacht, fahren wir runter von unserer Route und suchen uns abseits ein kleines Dorf, wo man ein bisschen am Strand stehen kann. Und da haben wir dazu einen Parkplatz ausfindig gemacht. Und jetzt stehen da schon 5 Wohnmobile. Ja, oder? Das ist mitten in der Pampa. Ja, also das würde ich jetzt sagen, mitten in der Pampa, das scheint hier für die Dänen ein Erholungsgebiet oder Strandgebiet. Zwei Hotels sind da, ja. Ja, und eine ganze Menge Schiffe hat es da unter. Ja, ja, da ist ein Hafen. Also ja, in der Pampas stehen wir jetzt hier überhaupt nicht. Holländer sind da, alle sind vertreten. Und Deutsche am meisten und Däne sind da. Also alles Mögliche ist da, ist international. Ja, naja, bleiben wir nach. Ja, wir bleiben jetzt die Nacht hier. Wir wollen nicht mehr weiterfahren. Es ist schon etwas später geworden heute. Ja, wir haben jetzt immerhin 5:30 am Abend und jetzt wollen wir nicht mehr fahren. Genau. Also, für heute war's das. Tschüss. Aber wir kommen wieder. Das steht hier uns jetzt schon so nicht. Aber wir sind hier in Stredestrand oder so ähnlich. Wir blenden es wieder unten ein. Ich und das war, ja, das war irre, wie wir gestern angekommen sind. Da war der halbe Platz voll Wohnmobile und kaum waren wir gestanden, war er komplett voll. Die waren sogar quer gestanden und jetzt sind wir das einzige Wohnmobil da. Also echt irre. Und der Strand, schaut euch den nochmal an. Der ist so breit und so groß. Ja, wir haben bereits mehr Zeit. Und jetzt Leute, da gehen wir jetzt runter. Sollten die bei in einen Hafen investieren, oder? Ja, ich weiß nicht, warum die Boote rausziehen und nicht hier ankern. Weil es hier geschützt ist. Hier endet unsere Reise für heute. Wir kommen bald mit Mittel- und Südjütland zurück und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao!